So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Wir haben jetzt ein kleines Minispiel, nämlich reiten wir eine Engelsbestie, auf die wir letztes Mal aufgesprungen sind, um zum hohen Ort zu kommen, wie es heißt. Und es heißt rechter Trigger zum Schießen. Okay, das kriege ich hin. So zum Beispiel. Ich kann auch viele kleinere Schüsse abgeben. Oder aber ich mache sowas. Was die leider nicht immer sofort umbringt. Mal schauen, ob ich es schaffe. Es gibt ein Achievement, wenn man genug von denen direkt auf dem quasi auf diesem Engelsbiest besiegt. Habe ich bisher noch nicht. Schande über mich, ich weiß. Für das Licht. Läuft bisher überraschend gut. Mist. Kann ich die nicht irgendwie anvisieren? Ich kann halt nicht den Cursor. Ach doch, ich kann den Cursor bewegen, ich Idiot, mit dem Mausrad. Quatsch. Jetzt erzähle ich hier von Mausrad. Ich meine natürlich mit dem, rechten Stick. Kann der nicht mal drauf gehen, der Kerl? Geht doch. Jetzt habe ich mal raus, dass ich das Ding hier auch vernünftig steuern kann. Ist hier noch jemand? So. Da oben, Engel. Noch mehr. Könnt ihr mal aufhören zu blocken? Oder was auch immer ihr macht, dass ihr nicht getroffen werdet. Könnt ihr mal drauf gehen, bitte? Nee, ich glaube, das Achievement wird nichts. Aber es brachte Leben gerade, dass ich ein paar Fledermäuse umgebracht habe. Das ist gut. Okay. Könnt ihr mal drauf gehen, bitte? Nein, natürlich nicht. Ja, das Spielchen ist nicht das einfachste. Aber ich finde, es ist eine coole Abwechslung. War es das schon? Ich glaube, hier ist es wirklich am besten einfach reinballern. Kann ich den dicken? Wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich noch welche erwischt. Macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn die Steuerung ein bisschen schwieriger ist. Ja, es tauchen ja auch plötzlich solche Dinger auf.
Uiuiuiui. Das ist hier aber auch gerade ein bisschen. Also ich konzentriere mich gerade ein bisschen, entsprechend bin ich ein bisschen leiser. Kann ich den Dicken nicht auch erledigen? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Man kann ihm jedenfalls gut ausweichen. Ja, besiegt. Na also. Aua, das war dumm. Ich muss halt sagen, das ist eine sehr rechter Trigger-basierte Steuerung. Kann ich da irgendwen noch erwischen? Irgendwas erwischt man immer mal. Hui, wir haben auch ordentlich Seelen gerade eingesammelt. Kommt noch wer? Ja, bisher relativ komische Dämonenreich. Oh Mann, ich möchte das Ding echt nicht auf schwer spielen. Sonst noch jemand? Hat jemand auf die Fresse bestellt? Och nee. Ich kann grad. Ah ja, ich weiß, was kommt. Das ist übrigens Tiamat. Ja, wir sind angekommen in der Zwielichtkathedrale. Ich trinke darauf einen Schluck Tee. Ja, Tee. Tiamat, nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch eingestellt. Nein, das war sie definitiv nicht. Hallo Fledermäuschen. Das wäre vielleicht auch ein Spitzname für, was weiß ich, Tiamats Liebhaber. Dass der dann sowas sagt wie mein Fledermäuschen. So, krieg ich mal eine. Euch kriege ich alle in der Luft. Okay, die da hinten nicht. Aber so geht's auch manchmal ganz gut. Gucken wir uns mal hier um, bevor wir wirklich in die Kathedrale reingehen. Interessant, dass wir diese Dinge einfach umlaufen können, die, was auch immer das waren. Ah, hier ist eine Kiste. So, Seelen her. Es lohnt sich immer, die Gebiete vorher mal abzuklappern. Ja, man kann Mülleimer mitnehmen oder Briefkästen und sonstigen Kram. Ne, warte, es geht ja erstmal noch an den Seiten ein bisschen weiter, bevor ich da reingehe. Wie gesagt, alles untersuchen. Warte mal, ist das hier... Wulgrim! Wulgrim, altes Haus! Kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Mit den üblichen Waren. Wir können jetzt unter anderem auch Sachen für die Sense kaufen, was ich auch gerne machen möchte. Todsrage und Todsrache klingen doch schon mal schön. Du bist so weise, wie du mächtig bist. Ja. Aus dem Block und einmal aus dem Dash.
Wenn ich das jetzt zeige, aus dem Block, mache ich sowas, was eine ziemlich geile Fähigkeit ist. Aus dem Dash, sowas. Da kommt unsere Harpune nicht gegen an, finde ich. Ne, habe ich die noch gar nicht? Habe ich was ganz vergessen? Ich muss ja noch Fähigkeiten für mein Schwert kaufen. Aber Tods Rage ist auf jeden Fall eine geile Fähigkeit. Nehmen wir einfach mal die Kiste mit. Hier kann man später weiter, wenn man was Bestimmtes hat. Aber jetzt wollen wir die gute Tiamat nicht zu lang warten lassen, oder? Ich meine, die hat jetzt erstmal eine lecker Engelsbestie, aber... Krieg, man kann die Tür auch erstmal freundlich öffnen oder gar anklopfen. Nicht einfach eintreten. Hier. Wo ist denn hier? Ja, wir können hier erstmal ein Schwert mitnehmen. Wunderbar gearbeitete Kristalle klingen genauso aus wie jene Schwerter, die Statuen in der Kathedrale halten. Ja, diese Schwerter funktionieren als so eine Art Schlüssel. Das heißt... kann ich das nicht hier? Nee, hier nicht. Augenscheinlich woanders. Ah, hier ist ein rotes Schwert. Und die hier braucht dann wohl das blaue. Und so funktionieren hier einige Rätsel. Darauf weiterhin ein Tee. Ehe der kalt wird. Ja, Tiamat ist schon ein gewisses Kaliber. Hey, ihr beiden, prügelt euch einfach ohne mich, das ist aber nicht nett. Und jetzt sind sie einfach nach oben abgehauen. Sauhunde, ich wollte mitmachen. Ja, man kann die Bänke nehmen. Das hier ist ja schließlich eine alte Kirche. Okay, da hält irgendwas oben was fest. Womit wir vielleicht weiterkommen, aber... Warte mal. Ach, ihr schon wieder, Freundchen. Diesmal bringe ich die halt so um, weil ich gerade keine Lebenspunkte brauche. So bringen die halt mehr Seelen, glaube ich. Also mehr Standardseelen. Kann auch sein, dass ich mich bei denen irre. Bei vielen Gegnern ist es so. Hier brauchen wir zum Beispiel auch wieder ein Schwert, um weiterzukommen. Es gibt hier also... noch weitere Fledermäuse. Ich überprüfe jetzt mal kurz. Zack. Eben habe ich 2 Seelen für die gekriegt. Ja, diesmal nur eine. Da sieht man's. Also es gibt ein bisschen über uns, glaube ich, noch weitere Türen, aber augenscheinlich steht für uns jetzt erstmal nur die hier offen. Oder können wir der Statue... Ne, wir können der Statue nicht das Schwert wegnehmen. Rissiger Boden, Engelsstatue. Und es geht direkt los mit Gekloppe. Wie wäre das denn? Ach, ich mag die Sense. Sonst noch jemand? Du da vorne. So, und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel des Betrachters. Oh, es kommen noch mehr. Wird hier langsam richtig lustig hier. Oh
Moment, so. Klappt der Zornangriff auch mal. Fledermäuschen. Okay, einmal hast du mich erwischt. Fehlt noch wer? Nee, wunderbar. Dann ist hier auch erstmal perfekt für ein Folgenende. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Ihr kennt das Ganze her. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Vielleicht hört Krieg dann auch auf, so grimmig zu gucken. Also dann, Cheerio!